Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Lazy Nails. Heute machen wir wirklich mal eine richtig, richtig schnelle Nummer, denn wir arbeiten dieses Design und dabei helfen uns diese wunderschönen Sticker. Das geht wirklich in 0, nix. Das Einzige, was ihr machen müsst eigentlich, ist euren Nagel grundieren und versiegeln. Und zwar habe ich hier meinen Nagel, nee, die Farbe, mit unserem Rubber Base Rosé grundiert. Und jetzt fehlen nur noch die Sticker. Ganz wichtig ist, dass ihr natürlich die Schwitzschicht entfernt, aber dass ihr den Nagel nicht anmattiert, ne, sondern einfach Schwitzschicht entfernen und dann glänzend lassen. Jetzt suchen wir uns hier einen hübschen Sticker aus. Ich wähle diesen hier und jetzt werdet ihr gleich sehen, wie hauchdünn diese Sticker sind. So, jetzt muss ich gucken, dass ich hier an der richtigen Ecke den Sticker abhole, denn ein bisschen vorsichtig muss man hier sein, weil sie eben so dünn sind. So, hier kriege ich ihn wunderbar ab. Und dann, wenn ihr eine Seite gelöst habt, geht mit einer größeren Fläche der Pinzette darunter, damit sie euch nicht zerreißen. Das ist ganz wichtig. Und jetzt platzieren wir den Sticker einmal hier, drücken ihn fest und man sieht ihn jetzt schon kaum, beziehungsweise man nimmt es gar nicht so als Sticker wahr, oder? Das ist so dünn und passt sich so wunderbar dem Nagel an. Ihr könnt sogar auch so ein ganz bisschen den Sticker in Form ziehen, weil er auch so ein bisschen elastisch ist. Und könnt das Ganze so dadurch noch mal ein bisschen besser anpassen. So, und jetzt nehme ich noch mal einen kleineren Sticker für hier unten. Und jetzt gehe ich hier wieder mit der größeren Fläche drunter, damit er mir nicht zerreißt. Und platziere ihn hier unten ein bisschen seitlich, möchte ich das Ganze. So. Zack. Wieder festdrücken und alles Abstehende kann man dann einfach mit der Feile entfernen. Und jetzt wird das Ganze eigentlich nur noch matt versiegelt und dann kommt das kleine Finish mit weißem Spider-Gel. Ich wollte euch jetzt noch einmal ganz kurz zeigen, wie einfach die sich auch bearbeiten lassen, wenn sie ein bisschen überstehen. Ich nehme dafür einfach lediglich den Buffer und schon ist die überstehende Ecke weg. Das wollte ich euch nur noch mal ganz kurz zeigen. Ordentlich entstauben und jetzt wird matt versiegelt. So, mein Nagel kommt jetzt gerade aus der Lampe. Ich komme mal ganz nah. Seht ihr, wie schön das aussieht? Das sieht wirklich aus, als hätte ich das gemalt. So müssten Sticker doch immer sein, oder? Jetzt kommen wir zum Finish des Nagels und das mache ich mit weißem Spider-Gel, indem ich einfach zwei ganz feine, dünne Linien noch mal setze bzw. ziehe und die lasse ich sich auch noch mal so ein bisschen kreuzen. Achtet darauf, dass die Linien wirklich dünn und fein sind. Alles andere würde nicht zum Rest passen. So, das Ganze jetzt einmal ganz kurz 30 Sekunden anhärten und dann kommen noch ein paar feine Pünktchen dazu. Vielleicht setze ich hier doch noch mal einen dritten dünnen Faden. Hier. So. 30 Sekunden anhärten, noch mal ein paar Pünktchen setzen, aushärten, fertig. Und fertig ist mein wunderschöner, schlichter, eleganter Nagel. Ihr seht, ihr braucht wirklich wenig. Die Sticker, vielleicht ein bisschen Spider-Gel, Farbgel und fertig ist euer wunderschönes, hübsches Design. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen und ich freue mich aufs nächste Video. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!